Hallo Heike. Ja, hallo Bea. Hi, ich bin hier heute zu dir gekommen, weil ich mir einen Entsafter kaufen möchte und einfach mal ein paar Sachen abfragen möchte, damit ich hinterher weiß oder du mir sagen kannst, welcher Entsafter für mich der richtige ist. Ja. Denn ich weiß, dass man auf verschiedene Sachen achten muss bei Entsaftern. Und zwar würde ich dich als erstes mal fragen, ich habe nicht so viel Platz in der Küche. Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Ja, da würde ich dir eigentlich einen vertikalen empfehlen, außer du möchtest ganz viel Geld ausgeben und den besten haben, dann gibt es auch einen horizontalen, aber das mal an anderer Stelle erwähnt, der auch kleiner zu machen geht sozusagen, wie so ein kleiner Klappentsafter. Okay. Wie so ein Klappfahrrad, nein. Aber es gibt die Möglichkeit, bei dem Angel Juicer könnte man auch ein bisschen tricksen. Aber nichtsdestotrotz könnten wir eben, wie gesagt, jetzt erstmal auf deinen Wunsch eingehen. Ich würde dir dann einen vertikalen empfehlen. Okay, so. Weil der einfach... Da gibt es Omega, Hurum, Cooling-Geräte, die nehmen in die Höhe Platz ein, aber eben nicht in die Breite. Ja, in der Höhe habe ich Platz in der Küche. Können die alle Obst- und Gemüsesorten verarbeiten? Also kann das auch jeder alles oder gibt es da bestimmte, weil ich möchte schon einen Entsafter haben, der genauso rote Beete wie eine Weintraube entsaften kann. Gute Frage. Also die Kriterien sind Tatsache entscheidend, was ich verarbeiten möchte. Und da gehe ich immer rein, wenn jemand kommt, so wie du, und sagt, möchte gerne einen Entsafter. Ja, die Kaffeemaschine meldet sich. Wir trinken auch Kaffee, ja. Aber wir trinken auch Saft. Wir haben ja alles zu stehen. So, also. Und wir haben Bela und Beba hier. Genau, nicht verwechseln. Nicht verwechseln. Ihr kennt ja die schwarze Katze, das ist... Ich bin Bela. Genau. Schwarz ist Bela und Deluxe-Farben ist Beba. So, die Kaffeemaschine ist fertig. Ich frage jetzt nochmal, genau, dieses, ich möchte jemanden haben. Ich möchte einen Entsafter haben, der genauso gut rote Beete wie Weintrauben entsaften kann. Ja, fantastische Frage. Sonst war, weiche Sachen machen alle Slow-Juicer ziemlich schlecht. Man muss immer im Wechsel arbeiten, weil das Sieb sonst verklebt. Also ich packe da sozusagen Weintraube, Mango, Beeren, jetzt Himbeeren und so weiter drauf oder eine weiche Birne. Das Sieb verklebt einmal. Zwischendurch eine Karotte durchschieben? Oder genau, was? Das ist der Trick. Richtig. 15 Punkte. Ja, Tatsache. Also Mohrrübe dazwischen oder Kürbis. Oder rote Beete putzt sozusagen wieder das Sieb frei. Die Härte macht es dann wieder frei. Und das im Wechsel, dann kann man auch weiche Sachen verarbeiten. Aber hart ist immer besser. Okay, so hart wie das Katzenfutter, das Bela da gerade verknuspert. Ja, genau. Gut, okay. Und das ist ein sehr wertvoller Tipp, finde ich ehrlich. Das wusste ich überhaupt gar nicht. Und die Saftausbeute. Kriege ich von bei jedem Entsafter auch gleich viel Saft raus? Also oder... Sind die auch so unterschiedlich, dass der eine mehr aus der Mohrrübe und aus der Apfelsine rauskriegt? Definitiv. Also du hast teilweise zwischen 20% und 40% mehr Saftausbeute. So viel? Bei die zwei Walzen haben. Also das sind dann die horizontalen. Mhm. Und die haben zwei Walzen. Also es gibt zwei Geräte davon, die haben zwei Walzen. Und da hast du mehr Saftausbeute, weil eben halt die Zutat dann sozusagen reingezogen wird zwischen die beiden Walzen und das ergibt dann natürlich unten Briefmarken. Dann räume ich vielleicht in meiner Küche doch ein bisschen um, aber mache ein bisschen mehr Platz in die Horizontale, weil das klingt ja echt gut. Mal weiter gucken. Dann frage ich dich, weil das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man einen Safter hat und der lässt sich nicht gut sauber machen, dann macht man nicht lange Säfte. Dann steht er irgendwann einfach nur noch rum. Ja. Die sind doch bestimmt auch unterschiedlich in der, wie man ihn zusammensetzt, wie man ihn sauber macht. Ich brauche einen, wo es unkompliziert, also möglichst unkompliziert und möglichst schnell geht. Die Vertikalen sind meistens, nicht immer, aber meistens sind die aufwendiger zum Säubern. Ich meine, na klar kann man da am Fluss kommen. Und dann geht's auch schneller und da gibt's auch Unterschiede. Es gibt auch mittlerweile welche, die haben keine Siebe mehr, sondern Kunststoffkäfige und die musst du dann nicht so dolle putzen.
Aber insgesamt ist zu sagen, es gibt so ein, zwei Geräte bei uns, die sind mega schnell sauber zu machen. Wobei, muss ich ein bisschen revidieren, gibt es auch einen horizontalen, der sehr aufwendig ist. Es ist eigentlich der aufwendigste zum Saubermachen. Das ist der GreenStar. Der GreenStar hat ganz, ganz viele Teile. Der hat super viele Vorteile, aber beim Saubermachen, es liegt da wirklich an letzter Stelle, weil Okay. er sehr aufwendig ist zum Säubern. Na gut, aber wenn man so ein richtiger Hausmann ist, eine Hausfrau ist, dann schreckt einen das ja nicht ab. Dann kann Ja, man sich den ja ja. trotzdem, wenn man Zeit zu verschenken hat. Oder das einfach gerne macht, dann ist das ja okay. Für Ja. mich wäre das jetzt nichts, aber es gibt bestimmt Leute, denen Ja. das egal ist, die es ganz hübsch finden. Dann ist für mich ganz wichtig, dass ich ein Gerät kaufe, was möglichst lange hält. Ich möchte jetzt nicht sagen, es muss eine Anschaffung fürs Leben sein, dass es bis an mein Lebensende hält. Aber doch eins, wo ich weiß, dass ist stabil und ich muss nicht in 2 Jahren Neues kaufen. Ja, also da ist natürlich, gibt es da diesen, der einzige, der komplett aus Metall ist, ist dieser Angel. Dieser Angel Juicer, und der hat kein Kunststoff dran. Entsprechend hält er natürlich viel, viel länger. Wie lange kann ich nicht sagen. Macht für mich den Eindruck ein Leben lang. Ich hoffe, ich habe den nämlich. Und ansonsten ist es natürlich, muss man vielleicht auch so ein bisschen gucken, Garantieleistung, weil die meisten vertikalen Geräte sind aus Kunststoff. Kunststoff kann natürlich kaputt gehen. Und Zwar wenn man ist das der. jeden Tag benutzt oder so, also jeden Tag dreimal Saft macht oder so, dann ist das natürlich ein größerer Verschleiß. Wie lange haben die denn Garantie? Alle gleich viel? Nee, da so, muss man unterschiedlich gucken. So. Also, Hurum gibt zum Beispiel auf einem seiner Geräte 10 Jahre auf dem Motorblock, 2 auf Zubehör. Ein anderer gibt 5 Jahre auf alles. Also, da muss man so ein bisschen Okay. selber entscheiden, was ist mir lieber. Nochmal da diese Kunststoffschnecken, die ja diese vertikalen Geräte meistens haben, sind aus dem gehärteten Kunststoff. Dann kann man so auf Kleinigkeiten achten und gucken, dass der Hurum zum Beispiel ein Metallsieb drin hat, aber dennoch diese Kunststoffschnecke oder Kuving oder Omega, die haben dann Dichtungen, die man rauspopeln muss, die dann ein bisschen aufwendiger sind zum Saubermachen. Das sind so Unterschiede zwischen diesen vertikalen Geräten. So, da Okay. muss man so ein bisschen, da müssen wir dann noch mal ganz spezifisch drauf gucken. Aber im Endeffekt könnte ich zusammenfassen, es ist, auf was sich jeder so fragen kann, was möchte ich verarbeiten, also welche Säfte, da haben wir auch Tabellen drauf übrigens bei uns auf der Seite, welche Geräte was gut verarbeiten und was nicht so gut, und das jeweilige Gerät dazu. Dann, also was ich verarbeite, die Saftausbeute, also die Ergiebigkeit, die Reinigung, die Haltbarkeit. Aber ja, und dann aber auch wieder der Saft unten rauskommt. Es gibt ja welche, die sehr sämig sind oder sehr eher klar oder so. Da gibt es ja auch große Unterschiede, ne? Genau. Saftkonsistenz ist auch ein großes Thema. Und da gibt es auch Unterschiede natürlich. Welcher macht das sämig, welcher macht das klarer? Aber es ist auch natürlich, was ich oben reingebe. Wenn ich da natürlich eine weiche Himbeere reingebe, ist klar, dass dann unten ein bisschen sämiger es rauskommt. Aber da gibt es auch schon Unterschiede dann bei Da den gibt es dann Modellen. trotzdem Okay. Unterschiede, aber es ist Gut. dann natürlich schon auch die Saftkonsistenz. Okay. Die Zutat irgendwie, die ich oben reingegeben habe. Ich möchte auch einen Safter haben, der oben groß genug ist in der Öffnung, damit ich nicht da irgendwie alles so Ja. Ministücke reinbasteln muss. Gibt es da auch Unterschiede? Ja, gute Frage. Genau, also gibt es, da sind die vertikalen Geräte, haben mittlerweile ganz große Öffnungen, da kann ich fast einen Apfel reinmachen, einen kleinen. Oder ich kann dort handweise im Salat reinmachen, das ist sehr einfach. Das ist gut, weil das ist echt mit einer kleinen Öffnung. Ja, hat einen kleinen Haken. Ich war mega begeistert. Da gab es einige, die jetzt so in den letzten 3, 4, 5 Jahre vielleicht auf dem Markt sind. Da haben allerdings die Hersteller dann festgestellt, und wir natürlich auch, dass wenn ich da oben was Großes reinschmeiße, dann auch das auf der Walze ganz oft schnell im Sieb oder auf der Schnecke besser gesagt verstopft. Dann muss ich das mit dem Rücklauf zurückholen, und manchmal habe ich Pech und muss das ganze Gerät auseinanderbauen, weil es unten verstopft. Also das heißt, ich gebe oben viel rein, der Entsafter kann das gar nicht so schnell fassen. Es verleitet natürlich auch mehr reinzugeben, als er kann.
Und dann habe ich das ganze Matschepampe im Sieb unten drin und muss das dann eben halt auseinanderbauen. Okay, also große Öffnung bedeutet nicht automatisch, hey, ich kriege ganz schnell ganz viel, ganz tollen ja, Saft. Ja, also es ist auch eine Kombi davon und deswegen bin ich jetzt auch nicht mehr so ganz begeistert, wenn es eine Riesenöffnung ist. Und das haben aber auch übrigens die Hersteller festgestellt, dass die neuen Generationen ein bisschen verkleinert wurden wieder. Die wurden dann an anderer Stelle vergrößert, Tresterausgang, wo es zu Verstopfung führt. Aber da wurde die zum Beispiel vergrößert oder der Hals beim Reinführen, aber nicht oben die Öffnung. Die Öffnung ist dann wieder ein ganz klein bisschen reduziert worden. Okay, dann einfach ein bisschen meditieren beim Saft machen. Sich ja. Zeit nehmen. Alles klar. Dann habe ich noch, genau, das ist ja Slow Food. Dann habe ich noch eine ganz allerletzte Frage. Sind die Umdrehungen entscheidend? Muss ich gucken. Ja, gute Frage. Werde ich auch oft gefragt. Wir haben nur Slowjuicer, wir haben also keine Zentrifugalentsafter, die eben hohe Umdrehungen haben, die dann eben halt viel Sauerstoff einschleusen oder wo der Saft sich eben stark erwärmt, weil der Motor sich dann entsprechend durch die hohe Geschwindigkeit auch schneller erwärmt. Aber natürlich gibt es auch bei unseren Slowjuicern Unterscheidungen. Das heißt, der erste Slow Juicer von Norman Walker, der wurde vor 40 Jahren entwickelt. Das ist der Champion-Entsafter, der ist sehr bekannt, der ist sehr robust, ist ein gutes Gerät, ich möchte den nicht schlecht machen. Indes ist er natürlich auch überholt irgendwie. Also es ist, der hat 1400 Umdrehungen, der hat kleine Messerchen, also der drückt die Sache nicht, der schneidet. Aufgrund dessen kann er auch ein paar mehr Umdrehungen haben, aber 1400 ist schon auch eine sportliche Ansage, finde ich. Und die anderen, die wir jetzt haben, die sind meistens so im Schnitt zwischen 38 und 110. Und da wäre zu sagen, 38 oder 110, das ist dann nicht mehr ganz so wichtig. Weil zum einen unterscheidet sich das auch, wenn ich zwei Walzen habe, die rotieren und das reingezogen wird. Die sind dann ein bisschen schneller, zwar aber es drehen zwei. Mhm. Oder wenn ich eine große Schnecke habe, die dreht dann etwas langsamer. Indes, es geht immer darum, dass sich das Lebensmittel nicht erwärmt und kein das Sauerstoff ein. Das heißt eigentlich, das ist ein Kriterium, was ich vernachlässigen kann. Das ist nicht wie beim Mixer, wo Hochleistungsmixer bedeutet, das ist tatsächlich besser als irgendwie so ein ganz langsamer, kleiner Mixer, der die Sachen ja so zerhäckselt. Ja, ja, ja. Da ist bei den Mixern ist eine Umdrehung entscheidend, aber bei den Entsaftern ist das jetzt kein Kriterium, wo man drauf gucken muss. Dann gucke ich lieber auf also die anderen Sachen. Okay. Bis 100, 150 Umdrehungen oder so ist alles prima. Dann ist nicht entscheidend. Also okay. Es ist so wie mit Rohkost, ob du jetzt bei 30 Grad dörst oder bei 35 Grad dörst. Lebensmittel lebt. Und ab 42 ist es kaputt, also ist es völlig unwichtig. Okay, gut, gut. Okay, dann habe ich mich, glaube ich, schon entschieden. Ja? Mhm. Aber ich verrate es nicht. Oder soll ich? Gut. Na gut, aber... Ich glaube, ich mache ein bisschen mehr Platz in meiner Küche und mache doch, dass ich das Horizontale... Oder dieses Klappding, dass man das... ich glaube, das ist ja auch mein Favorit. Okay. Gut, aber die anderen können mich ja auch noch mal fragen, wenn sie wollen. Sie haben jetzt ganz viele Informationen, auf was sie achten können. Aber unsere Kunden können ja auch noch mal anrufen. Genau, oder vorbeikommen dann auch und durchlesen, wer kann was und wer macht welche und was auf was hat, wie viel Garantie und so. Super, also ich kaufe mir jetzt diesen Favoriten von mir. Psst. Und auf dem Rückweg gehe ich noch beim Mio-Laden vorbei und kaufe Obst und Gemüse. Und dann gibt's morgens, mittags, abends Saft. Ja. Lade ich dich mal ein auf den Glas. Ja. Okay. Also danke, Heike. Tschüss. Ja, danke, Bebe. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.